Hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile, Leute, und heute kriegen wir alle einen Elite-Spieler wegen den Belohnungen fürs tägliche Anmelden. EA, Dankeschön, das macht das ganze Spiel nochmal, ja, ich will jetzt nur minimal geiler, weil man halt, wenn man sich täglich anmeldet, halt noch ein paar Preise bekommt, ne? Morgen kriegen wir 75.000 Münzen, dann kriegen wir Erfahrungspunkte, zwar nur 10.000, aber man muss ja das Positive sehen. Immerhin kriegen wir etwas umsonst. Dankeschön, EA. Und bald kommt ja auch der WM-Modi. Ich glaube, am 6. Juni war das, ne? Auf den Konsolen ja schon eine Woche früher. Genau. Also da bin ich mega hyped drauf, Leute. Auf der Konsole werde ich dann auch definitiv wieder spielen. Gerade weil ich jetzt gesehen habe, Miroslav Klose als Legend-Karte kommt raus für den WM-Modi. Huh, Leute. Den muss ich haben. Den muss ich haben. Da wird es halt um 17 Uhr immer die Videos zugeben. Aber werdet ihr eher mitbekommen, ne? Wenn ihr mich abonniert habt, bekommt ihr es mit. Ihr könnt mal gleich jetzt unten in die Kommentare schreiben, pausiert das Video, schreibt unten in die Kommentare, welchen Elite-Spieler ihr gezogen habt. Mal gucken, welchen ich jetzt hier bekomme. Let's go. Tägliches Anmeldungspick. Und Matip. Joel Matip. Ja, wenigstens ein Champions-League-Sieger, ne? Champions-League-Sieger 17-18. Kappa. Obwohl, nee, nicht Kappa. Ich bin definitiv für Liverpool. Das könnt ihr auch mal unten in die Kommentare schreiben, Leute. Jetzt habe ich gleich mal zwei Fragen an euch. Welchen Elite-Spieler habt ihr gezogen und für wen seid ihr? Seid ihr für Real Madrid oder seid ihr für Liverpool? Ich bin definitiv für Liverpool. Und es wird ein geiles Spiel. Ich hoffe, dass es ein geiles Spiel wird. Irgendwie 2-2 nach 90 Minuten. Dann Verlängerung. Erst führt Real Madrid den 3-2. Dann macht Liverpool das 3-3. Und dann Elfmeterschießen. Und im Elfmeterschießen gewinnt Liverpool. Das wäre so ein geiler Fußballabend am Samstag. Holy moly. Das wünsche ich mir. Wir gehen rein ins Team der Woche Event. Lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil man nur noch jetzt 6 Tage lang die Spieler abholen kann. Und ich kann mir sowieso keinen holen. Ich habe 100 Punkte, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt noch 5 Tage lang spiele, hätte ich hier, wie viel kriege ich hier immer? 200? Ja, es lohnt sich jetzt nicht so wirklich, ne? Könnte ich vielleicht noch den Elite-Spieler hier, Nkulu, schaffe ich eh nicht mit 2-3? Ne, das mache ich nicht. Ich hole mir jetzt einfach hier noch 2 Silberspieler. Oder 3. Komm, den hole ich mir, dann mache ich das Training noch und dann kann ich mir noch... Obwohl, wenn ich das andere auch noch spiele, habe ich 200, dann kann ich mir vielleicht alle Silberspieler holen. Was kriege ich denn für alle Silberspieler? Kriege ich da Münzen oder was kriege ich dafür? Ja, kriege ich 5... Och, nee. Ich brauche alle Goldspieler, dann kriege ich... Ja, es lohnt sich überhaupt nicht, Leute. Wenn wir mal ehrlich sind, das lohnt sich überhaupt nicht. Das zocken wir nicht. Nö. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nö, 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 nö. Da zocken wir lieber das Tots-Event. Das lohnt sich schon viel, viel mehr. Wie viele Punkte haben wir da unten am Start? 8 aktuell. Jetzt kriegen wir hier 3... Dann haben wir 11, dann kriegen wir da bei den Skillspielen vielleicht, wenn es gut läuft, 3, haben wir dann 14 und dann nochmal versus Angriff müssten wir 16 haben, wenn ich mich jetzt hier nicht verrechnet haben sollte. Und ich hoffe nicht, dass die 10 Skillspiele, die wir jetzt gleich spielen können, dass es Sammelzonen sind. Sammelzonen ist immer so langatmig. Sagt man so langatmig? Also das dauert halt immer Ewigkeiten, bis man das Ganze durch hat. Goldziel, okay, das ist nice. Das geht schnell, Freistöße immer zweimal. Aufs Tor schießen und wenn man hier halt den zweimal Boni bekommt, muss man halt nur zweimal aufs Tor schießen, ansonsten muss man natürlich öfters aufs Tor schießen, wenn man hier auf die 1 zielt, ist ja klar, ne? Ist auch selbstverständlich. Das erste Mal haben wir durch und das machen wir jetzt hier noch 9 Mal. Tots versus Angriff, ja, ich habe überlegt, machen wir das heute? Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass wir es machen. Wieso? Habe ich überlegt, weil Tots versus Angriff, da kann es gut laufen, da können wir das gleich das erste Spiel gewinnen. Aber da kann es auch halt richtig, richtig schlecht laufen und wir zocken 5 Mal und ich habe immer noch nicht gewonnen. Das ist schon mal vorgekommen, sogar letztens im Stream. Und Leute, morgen gibt es den nächsten Stream. Morgen Abend. Ich denke mal, nach der 20 Uhr Folge. Ich denke mal, 20.30 Uhr werde ich anfangen mit dem Stream morgen FIFA Mobile. Weil um 21 Uhr kommt ja auch das neue Tots dann raus. Serie A und Liga heißt... Frankreich-Liga und die Italien-Liga. Habe ich Bock drauf. Mal gucken. Ich denke mal, da werde ich wieder die ersten paar Packs kaufen. Dafür 1,09 Euro und so weiter. Und so fort. So. Zack, hauen wir rein, das Ding hier. Ich weiß wieder absolut nicht, bei welchem Versuch wir hier sind. Ob es jetzt das 4. Skillspiel ist, das 5. I don't know. Ich weiß es nicht. So. Ich glaube aber,
5. Ich tendiere zu 5. Wenn wir durch sind, wird es ja angezeigt. Dann können wir ja nicht mehr auf Wiederholen klicken oder auf Erneut spielen, steht da, glaube ich, ne? Genau, Erneut spielen. Aktuell können wir noch raufklicken. Das heißt, wir sind noch nicht durch mit den 10 Versuchen. Und ich hoffe, mein Rekord war es, dass wir damit 6 Tots-Coupons mal rausgegangen sind. Habe ich aber privat gezockt. Und ohne Aufnahme leider. Sonst hätte ich euch den Rekord natürlich gezeigt. 6 Tots-Coupons hatte ich mal wirklich bekommen. No joke, true story. Aber meistens bekommt man so im Durchschnitt 1 bis 3 Tots-Coupons. Ich hatte sogar schon mal 0 Runden, wo ich nur Münzen bekommen habe. Das war richtig belastend, weil... Wofür zockt man dann das eigentlich, ne? Für die paar Münzen, die man dann bekommt, dann... 10 Mal spielen, 1500 Münzen bekommt man, glaube ich. Hat man 15.000 Münzen, also... Pff, was soll ich mit 15.000 Münzen? Ist auf der Konsole viel, aber in FIFA Mobile sind 15.000 Münzen überhaupt nix. Nix. Sind wir jetzt durch? Sind wir jetzt durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, erstmal Verbindungsabbruch. EA, FIFA Mobile gönnt sich. Mein WLAN. Danke. Jetzt können wir aber sehen, wie oft wir das Skillspiel schon gespielt haben. Aber jetzt kann ich die Packs öffnen. Lego. 8, okay, zweimal noch. Mal schauen, aus 8 Packs, wie viele Tots-Coupons wir bekommen. Da ist der erste. Da ist der erste. Da ist der zweite. Oh, 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 Leute, heute ist mein Glückstag. 2 Tots-Coupons. Komm, einer muss hier noch drin sein. In diesen insgesamt 8 Packs hier. Komm, 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 noch einer, noch einer. Nein, 2 Packs noch. Nein, komm. Wie? Ey, ich hatte doch noch ein Pack, oder? Oh, 2 Tots-Coupons hatte ich bis jetzt. Nicht so schlecht, aber es geht halt besser. Aber ein Glück kann ich hier noch zweimal zocken. 2 Tots-Coupons incoming. Kappa. So, Müller. Und ich hoffe, dass wir es noch schaffen, Salah abzuholen, Leute. Ich muss Salah holen. Ich muss. Ich habe jetzt so lange gezockt. Ich habe ein paar Tots, nur einmal? Ich habe ein paar Runden halt ausgelassen, weil ich halt das Ganze, ja, nicht geschafft habe, verplant habe oder überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich das Tots-Event noch zocken muss. Der dritte Tots-Coupon. Und die restlichen Packs sind, ja, verbuggte Packs von EA. Stark. Schaut euch das hier an. Ach, EA. So, Leute, wir zocken noch das Tots vs. Angriffsspiel. Da lasse ich mich ja nicht lumpen, ne? Da lasse ich mich hier nicht lumpen. Lumpi, 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 lumpi. Ich sag, der Gegner hat 105. Oh, 104. Duell auf Augenhöhe. Ich habe nämlich auch 104, aber ich glaube sogar bald 106. Wenn ich da noch ein, zwei Spieler verbessere, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Aber ich glaube, ja, ich denke, es könnte hinhauen hier. Aber jetzt erstmal hier den ersten Gegner sofort besiegen. Ja, das war eine gute Körpertäuschung vom Kaká hier. Kaká, bester Mann. Firmino, nochmal ein Rainbow. Roberto Firmino, 2-1. Ja, und Kaká. Auf dem Weg zum 3-2. Komm, Müller. Roulette. Müller. Nochmal Roulette. Nein, der zweite Roulette war wohl die falsche Entscheidung, glaube ich. Mané. Runter. Nein, der kommt nicht durch, Yashin. Ey, ich versau mir das wieder, ne? Ich starte einigermaßen gut. Und am Ende lasse ich hier immer die Tore quasi liegen. Der Longshot geht meilenweit übers Tor. Jetzt kann ich lupfen. Das Ding muss reingehen. Wir gleichen hier wieder aus. 4-4. Der Gegner... Ach man, das gibt's doch nicht. Komm, Firmino. Nochmal Roulette. Und jetzt aber. Firmino. 5-5. Er ist wieder frei. Wie oft kriegt ihr denn tolle Chancen? Ohne Witz, ey. Sollen das hier schon wieder? Ja, und jetzt kriege ich eine tolle Chance. Hätte ich den mal davor reingemacht. Müller 6-6. Komm, noch eine tolle Chance. Ja, natürlich. Ich krieg nicht 3 hintereinander wie der Gegner hier. Und er macht das Tor. Er macht das Tor. Müller. Ja. Jetzt die letzte Chance entscheidet, glaube ich. Entweder unentschieden. Entweder gewinnen wir. Oder wir verlieren sogar noch. Firmino macht das 8-7. Leute, der letzte Schuss geht hier perfekt rein. Und wir gewinnen das Ding. Im ersten Anlauf.
gewinnen wir das Ding, Leute. Und so kann man doch perfekt hier eine FIFA 18 Mobile-Folge beenden, würde ich sagen, Leute. Mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht hier. Wir können noch die Packs ziehen, Leute. Die machen wir jetzt auf jeden Fall hier noch auf. 16 Punkte. Leute, ich hatte recht mit meiner Rechnung am Anfang. Jawolski. Mathe Abi ist da. So. Beim ersten Pack. Arkin Fenwar. Und wo ich gerade Arkin Fenwar gesehen habe, ich wollte noch eine Arkin Fenwar Challenge aufnehmen. Ich weiß. Ja. Wird bald kommen, Leute. Wird bald kommen. So. Zack. 25 Punkte haben wir jetzt. Komm, Elite-Spieler muss ich noch drin haben. Ein Elite-Spieler muss ich noch drin haben. Zwei. Na, Henderson. Ein normaler Gold-Dotz. Und jetzt bitte ein Elite-Dotz. Ein Elite-Dotz. Nö, nur ein Punkt, Leute. Das war's aber jetzt wirklich endgültig mit der heutigen Folge. Wenn ihr es gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.